Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier im Stau, ja. Und ich habe hier den Tempomat eingeschaltet. Oh, das ist die neue C-Klasse. Ich bin unterwegs mit Hämorrhoiden. Hello. Ich muss schon wieder pissen. Das stockende Verkehr. Höchstgeschwindigkeit 35 km. Jo, fahr hier mal 35! Fahr hier mal 35. Fahr doch mal. Ist doch kein Problem. 35 hier, oder? Stell dich ein, 35. Schau, wie weit du kommst mit dem. Ey, das kann doch nicht sein. Jedes Mal, wenn ich in dieses Auto einsteige und wir wohin fahren, muss ich pissen. Das ist ein Fluch, Alter. Ey, servus Leute, ich bin jetzt hier bei Karl und der Karl veranstaltet heute ein Event. Ich guck, ja. Karl, sag mal was für die Cam. Was? Sag was. Du verpisch dich jetzt, gell? Was geht ab, Leute? Wir waren mit Karl noch auf irgendeinem Event. Ich habe dort eine Tuss angelabert. Gesagt, hi. Ich habe einfach nur gesagt, sorry. Klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber kann ich vielleicht deine Nummer haben? Ich bin jetzt kurz die Tuss. Aber das ist ja wirklich cool, dass du dich traust, das zu fragen. Das haben in letzter Zeit nicht viele sich getraut. Ich habe leider einen Freund. Was sagst du dazu? Ja, geht wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Digga, du gehst duschen, aber ich zieh mir die Badewanne, ist mir egal. Schade. Was geht, Leute? Ich, also, see you later again. Sascha, Karl S. müsste wirklich das letzte Abend sein. Ey, guck dir das mal an, Alter. Will mir erzählen, dass Götterschiss optimal ist, da klebt's an der Klobrille, ey. Karl, es wäre wirklich das letzte Arschloch. Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten FMA hier bei Karl. Digga. Herzlich willkommen, hier ist das Bad. Hier ist irgendeine Person, die hier nicht hingehört. Auf jeden Fall geht's. Und ja, Leute, ich will euch jetzt heute mal ein bisschen die Räumlichkeiten hier zeigen, ja. Sieht nämlich alles richtig schön hier aus, ja. Hier möchte ich eigentlich gar nicht so viel drauf eingehen. Liebe Leute, ich zeige euch kurz das Crib vom Karl. Hier werden immer Events gestartet. Mit Arti zusammen. Leute, hier steigt heute Abend eine kleine Party. Natürlich ohne Alkohol. Nee, ich bleib frei von Alkohol, aber hier wurde irgendwie extrem viel eingekauft. Ich weiß auch gar nicht, was die Scheiße hier soll. Aber Leute, auf jeden Fall Shredded Style unterwegs. Und zwar, ich habe mir jetzt mal schlechtes Licht. Ich habe mir jetzt mal für euch ein paar Fragen rausgeschrieben, die ich auf jeden Fall durchgehen werde. Ich werde auch mit Karl ein paar sinnvollere Videos machen, wenn er nachher wieder zurück ist. Und vor allem im Gym. Und dann werden wir auch noch ein paar andere Themen ansprechen. Also wir haben einiges vorbereitet. Macht euch wieder auf ein bisschen sinnvolleren Content mit dem Karl gefasst. Weil in letzter Zeit war das ja ein wenig abgefuckt. Was machst du da? Es geht dir gar nichts an, mein Freund. Halt deine Schnauze, du Spaß. Ich werde schon wieder hier fotografiert, während ich ein Video mache von irgendeiner Missgeburt da hinten, ja. Er meint hier den fetten Jabos raushängen zu lassen. Geht nicht klar, Mann. Also Leute, have a nice time, dudes. Und verpisst euch. So Leute, ich bin immer noch im Shredded T-Shirt unterwegs. Seit so ungefähr 5 Tagen habe ich das jetzt an. Aber nicht wichtig, danke fürs Zuschauen. Schaut beim letzten Video vorbei. Ich muss euch noch kurz was zeigen. Und zwar, ich esse schon wieder seit einer Stunde an diesem Essen. Das waren 350 Gramm Reis, ein halbes Kilo Kartoffeln, plus 3 Tomaten, plus eine Gurke, eine halbe Gurke, Pilze, Paprika. Ich habe das Frühstück verpeilt, deswegen ist es heftig. Aber ich gucke, dass ich aufbaue. Ich gebe alles. Also bleibt dran, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.